Und damit willkommen zurück zu Trials of Mana. Im letzten Part haben wir verzweifelt. Komplett verzweifelt. Komplett ratlos Kisten bzw. Truhen gesucht. Ja. Haben sie aber dann schlussendlich doch gefunden. Und haben jetzt hoffentlich die Möglichkeit, mit den Fragezeichen-Samen vielleicht das ein oder andere Klassen-Item zu bekommen, um die Klasse zu wechseln. Only five left. Don't stop now. I think we're getting the hang of this. Mintas, da möchte ich hin. Ich möchte zu Mintas, ich möchte dort zum Gastwirt und möchte dort seinen Topf besamen. Also mit dem Fragezeichen Gold- oder Silbersamen, die ich habe. So, einmal hier außen rumlaufen. Hätte ich alles gefunden, oder? Ja, 2 von 2. Gut. Wir waren schon lange nicht mehr in einem Gasthaus. Ach. Oh, guck mal. So viele Samen. Silbersamen. Irgendwie Ring. Was ist denn wieder? Goldsachensamen. Teufelsring, Geisterruhm, Elementararmreif, Elementararmreif, Teufelsring. Und 3 Fragezeichensamen. Arcana-Buch erhalten, Pechwürfel erhalten und Magieaura erhalten. So, jetzt müsste man wissen, welches ist für wen. Aber gut. Dafür verursacht in einem Bereich Lichtmagie-Schaden. Nee, so nicht. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass dieses die Items sind, die man benötigt, um bei einem Mana-Stein-Klasse zu wechseln. Ja? Ich meine, das ist dann der 2. Klassenwechsel. Insgesamt soll es aber 4 geben. Den 4. bekommt man erst, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Portal des Heiligtums. Ja. Ich meine, wir werden stärker. Die Skillpunkte passen schon langsam nicht mehr irgendwo sinngemäß irgendwo rein. Ja, denn ich möchte nicht alles in jetzt Stärke packen, wenn ich eine Magierin bin. Klar, ich kämpfe viel mit der Magierin, aber Intelligenz wäre mir dann doch ein bisschen lieber. Deswegen gehen wir jetzt mal schnell zum Heiligtum von Mana. Hoffen wir mal ganz kurz platt. Wow. Danke. Die machen echt immer noch gut Schaden, aber jedenfalls, ich habe sogar noch ein Level Up bekommen vorher. Aber bevor ich das jetzt nutze, das Level Up, und ich dann unnötige Zeit verschwende, schauen wir doch einfach mal. Who is switching classes? So, bei Adlerauge kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Klasse wechseln. Und bei ihm funktioniert es, ja. Wegen den Würfeln. Ich würde sagen, die Würfel sind genau hier das Ausschlaggebende. Die Würfel verursachen, dass er das spezielle Item bekommt. Also, beziehungsweise die Würfel sind das spezielle Item, damit er die Klasse wechseln kann. So, was haben wir denn? Meuchelmörder oder Streuner? Streuner können eine Vielzahl von Unterstützungszaubern lernen, um ihre Gruppe zu helfen, als Sieger aus dem Kampf hervorzugehen. Meuchelmörder können mächtige Fallenangriffe erlernen. Außerdem sind sie sehr flexibel und können Gegner auf jede Distanz angreifen. So, dann gehen wir doch jetzt mal hier. Moment, Seite. Nächste Seite.
Achso. Solche schnitzen Gegner mehrfach mit unglaublicher Geschwindigkeit auf. Chance von 20% die doppelte Menge an Gegenständen zu erhalten. Okay. Ja, das hier ist natürlich auch geil, mit so einem Bonus da reinzugehen, ne? 19 Schaden, 25 Schaden, 103, 77. Das ist alles nicht schlecht. Dunkel geht mehr auf Magie, macht mehr Schaden. Komm, wir nehmen die dunkle Sache. Schön. Wir haben jetzt einen Meuchelmörder. Adlerauge, der Meuchelmörder. Und einen Kombo-Angriff natürlich dann. Einen Maximalstand von 400%, zwei Fähigkeitenplätze hinzugefügt und neue Aktionen und Fähigkeiten unter Ausbildung verfügbar. Wir können uns jetzt natürlich damit auseinandersetzen, aber ich weiß auch haargenau, dass jetzt noch möglich ist, Angela auszuwerten. Die Frage ist jetzt nur, ist es das Arcana-Buch? Oder diese Magie-Aura oder was das da war. Oder Magie-Diadem. Keine Ahnung. Aber er ist jetzt schon bei weitem stärker. Who is switching classes? Angela. Bitte sag mir, dass Angela funktioniert. Ja, Angela funktioniert. Perfekt. Aber jetzt weiß ich halt nicht. Können wir mit dem Arcana-Buch, beziehungsweise mit dem anderen Gegenstand, den wir haben, dann den Kevin wechseln. Da würde ich jetzt irgendwie mit so was Spielerischem kommen. So, eine Wahrsagerin. Wahrsagerinnen sind großartige Kämpferinnen und lernen Magie mit Flächenwirkung. Sie können sich Fähigkeiten aneignen, die ihr Zauber verstärken, sodass einen mehrere Gegner zugleich vernichten. Oder die Erzmagierin. Eine vielseitige Wirkerinnenklasse. Erzmagierinnen können eine Vielzahl mächtiger Elementarangriffe einsetzen, um ihre Gegner dort zu treffen, wo es wehtut. Stellt 40% der Mana-Punkte wieder her, wenn die Trefferpunkte auf 10% oder weniger fallen. Wow. Der Zauberstab fliegt wie von alleine umher und fügt Gegnern von allen Seiten Schaden zu. Und das andere ist, stellt nach dem Sieg in einem Kampf 15% der Mana-Punkte wieder her. Umbauenspirale. Ah, schauen wir mal hier. Hier haben wir mehr Mana-Punkte. Und hier nimmt der Magieschaden, glaube ich, aber mehr zu. Wir haben bald mehr Magieschaden. Ha. Achso. Das ist jetzt echt eine schwere Entscheidung. Beide Sachen sind geil, aber ich würde dann hier auch auf die dunkle Variante gehen, einfach um mehr Schaden zu haben. Erst alle Bedingungen erfüllt sind. Wahrscheinlich, weil ich nicht dunkel bin. Oder weil es halt genau der falsche Gegenstand dafür ist. Dann sind wir halt die Wahrsagerin. Auch hier neue Fähigkeiten, neue Stati, alles neu. Gut, dann gehen wir halt immer mit 15% Mana-Gewinn aus dem Kampf, was aber natürlich bei Bosskämpfen wieder nachteilhaft ist. Bei Bosskämpfen ist es halt praktisch, da rutscht man öfters mal unter die 10% und könnte dann sagen, oh, 40 Mana, yeah, geil. Und jetzt die Frage, die große Frage, kann der große Kevin die Klasse wechseln? Try to switch your class. Oh, scheinbar schon. Finde ich gut. Finde ich gut, wenn er wechseln kann. Finde ich absolut gut. Ist zwar für mich nicht logisch, aber das ist jetzt erstmal vollkommen irrelevant. Denn, sind wir mal ehrlich, das macht ja wohl auch Sinn, dass der Kevin da wechselt. Also, so würde ich das sehen. Erleuchteter
oder Todesfaust. Erleuchteter, eine unabhängige Kriegerklasse. Erleuchtete können ihre eigenen Werte erhöhen und ihren Körper als Waffe einsetzen. Sie eignen sich perfekt für den Kampf an vorderster Front. Der Todesfaust, eine Klasse übermächtiger Krieger. Todesfäuste sind als Angriffsklasse unschlagbar. Sie können mit ihren Klassenangriffen Seirus-Streich enormen Schaden im Wirkungsbereich anrichten. Tobsucht erhöht Angriff und Verteidigung um 10%, wenn die Trefferpunkte auf 30% oder darunter fallen. Eine Explosion elektrischer Energie fügt Gegner im Angriffsbereich Schaden zu. Mhm. Charakter ist zu Beginn des Kampfes 10 Sekunden lang unbesiegbar. Luftzusaku, eine Explosion feuriger Energie fügt Gegner im Angriffsbereich Schaden zu. Okay, schauen wir mal hier. Ah, hier hat er natürlich bei weitem mehr. Also ich würde hier die Todesfaust nehmen, aber das darf ich nicht. Das heißt also, ich muss Erleuchteter nehmen. Also man wird ja so gesehen regelrecht in die Richtung reingezwungen. Aber egal. Mehr Schaden. Und das ist das, was wichtig ist. Jetzt geht es noch in die Skillung. Wow, eine Skillungsfolge. Troplay, Mensch, die hatten wir ja schon lange nicht mehr. Richtig. Deswegen machen wir das ja. Denn alle drei sind jetzt neu, was die Skillung angeht. Und das wird es halt, wie gesagt, auch interessant. Denn ausbildungstechnisch sind alle Punkte... Nein, sind nicht alle Punkte verfügbar. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das heißt, bei ihr kann ich jetzt erstmal in Intelligenz gehen. Guckt euch erstmal an, was sie hier bekommt. Das ist natürlich dann geil. 21 Punkte. Bei ihm... Ja. Hier sind schon nette Sachen dabei. Ja, und hier sind diese Glückpunkte. Das ist da, wo ich jetzt hier reingehen muss, bei ihm aktiv. Achso, und den Kevin habe ich jetzt ganz vergessen. Und bei ihm ist es nicht die Stärke, sondern auch nicht die Ausdauer, auch nicht die Intelligenz. Ja, er ist wieder so überall. Ich kann alles und gar nichts. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wir haben unsere Klassen damit komplett endlich mal fertig. Wir können uns jetzt mal hier hochheilen und guckt euch mal die Energie der einzelnen Leute an. Das macht die Kämpfe dann schon bei weitem einfacher. Bei weitem. So, dann können wir jetzt hier... Nein, wieder raus. Und dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal die nächste Stadt an, wo wir schauen, dass wir endlich mal wieder Bonbons bekommen, Schokolade bekommen, Walnüsse, Engelskelche und so weiter und so fort. Bevor wir uns an die nächsten Benevodona machen. Vielleicht ist ja eine Stadt in der Nähe von eines Benevodonas. Das wäre natürlich sehr angenehm. Wäre sehr einfach und hier haben wir ja schon. Das heißt, da müssen wir jetzt mal hier gucken. So, hier haben wir sau viele Benevodona. Hier angefangen. Schimmernde Ruinen, an die man jetzt so normalerweise anscheinend nicht rankommt. Was? Hafen Palo? Wieso beim Hafen Palo? Wieso ist beim Hafen Palo? Ja gut, es bietet sich an. Es bietet sich an. Also wir wollten ja eh Sachen verkaufen, Sachen kaufen und so weiter. Aber warum ist der Hafen Palo? Ein Wassermonster vielleicht. Dann schauen wir doch jetzt mal, was wir hier Schönes kaufen können. Please, take your time.
Also erstmal brauchen wir Schokolade. 1000 macht erstmal Sinn. Eine Feennuss. Honigelixiere. Sternkraut. Engelskelch haben wir sogar noch genügend. Ja, Bonbons. Thank you. So. Come again. Come again. Es ist schon bei weitem günstiger. Es ist ja wirklich jetzt merklich vorhanden, dass es günstiger ist. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir hier irgendwas Neues haben, was wir kaufen können. Minus, minus, minus. Okay, gut. Verkaufen. Ausrüstung. Haben wir irgendwas an Ausrüstung, was wir verkaufen können? Die Feenkappe. Der Teufelsring kann weg. Oh! Dodans Ring. Der scheint was Besonderes zu sein. Ja, auch nicht wirklich für gar keinen von den ganzen Leuten. Aber er gibt gut Geld. Come again. Das war ja jetzt schon mal eine angenehme Abwechslung. So. Nachdem wir das jetzt haben, heißt es weiter. Wie es allerdings weitergeht, das erfahrt ihr erst im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro3. Tschö, tschö.